Bundestagswahl. Die Bundestagswahl rückt näher, Erwartungen an die Politik ungleich höher. Wählt man links, rechts oder etwa die Mitte? Populistisch, liberal, eine Wahl der Qual? Mit Farben unterlegt, geschmückt mit Symbolen. Jeder denkt, sagt und will die meisten Stimmen holen. Begriffe individuell, ich erkläre nochmal schnell. Links sozialistisch, gar kommunistisch. Rechts nationalistisch, fast neonazistisch. Mitte nennt sich christlich, liberal sozial. Von allem was dabei, letztlich einerlei. Genauer gesagt, ein kurioser Einheitsbrei. Presse, Medien, Experten und Analysten schreiben, berichten, rechnen vor, als ob sie wüssten, erstellen Prognosen, verteilen Prozente. Der Bürger wird wählen, jede Stimme zählen. Demokratie, das Ziel von was, wie viel? Die Linken buhlen in 10-Euro-Schritten, wollen den Bürger zur Kasse bitten, werben so um Stimmenfang, den Großen dauert das zu lang. Besitzen, Reichtum, Macht gleich Gier. Menschen, wozu sind wir hier? Da wird ein Kanzler vorbestimmt, als ob er sowieso gewinnt. Die sitzt da an der Macht, setzt, wer hätte das gedacht, sich selber oben hin und sagt, dass sie gewinnen will. Horst Köhler mal daran gescheitert, im Ruhestand erheitert. Die Wahl demokratisch und gerecht, ein Witz und der nicht mal schlecht. Was wird gewählt? Wer wird gewinnen? Am Schluss, die Menschen sind von Sinnen. Vorherbestimmt und auserkoren, Regen fällt, manchmal gefroren. Im Sturm, der Wind haut um die Ohren. Politische Vielfalt hat verloren. Vorgegeben, Meinungsmache, freie Wahl, ab, dass ich nicht lache. Verstrickt im Unternehmersumpf, Moral, Gewissen abgestumpft. Geht's im Endeffekt um Kapital, Menschlichkeit, das war einmal. Die Gier nach Geld bedeutet Macht, an Belange von Menschen wenig gedacht. Nutzt den Geist, euren Verstand, ihr habt es alle in der Hand. Moralisch, demokratisch, frei, geht zur Wahl, seid dabei!